Wir sind ja alle Kinder unserer Eltern, aber es gibt ja Eltern und es gibt Eltern. Und er weiß, was ich meine. Herzlich willkommen. Das absolut vor allem. Ein Lehrerkind Stufe 3. Wieso, wie viele Stufen gibt es? Wir müssen dann noch mal reden, aber noch mal zurückgegriffen auf das, was wir gerade gesehen haben. Wir haben ja sehr interessiert hingeguckt zu diesem Haus. Bist du eher so der, wie haben sie es gesagt, Kuschel-Lounge-Area-Typ? Es gibt ja auch so einen witzigen Spruch, weil du sagst, Lehrerkind, es gibt so einen witzigen Spruch. Wie heißt der, warte mal, Lehrers, wie oft hast du den schon gehört? Lehrers hast Kinder. Das ja eben nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich auch dann im Reflex zu den anderen Schülern oder so. So könnte ich mir das auch vorstellen. Also ich weiß noch, als mein erster Klassenlehrer mich damals vorgestellt hat, ich kam in eine bestehende 5. Klasse am Gymnasium rein. Er sagte wirklich die Worte, bitte Kinder, seid nett, wir haben heute den Sohn eines lieben Kollegen zu Gast. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, zieht mir doch gleich ein neonfarbenes Opfer. Geworden, wie du das gedacht hast? Es war schlimmer. Es war schlimmer? Es war schlimmer, ja. Okay. Ich war so ein Teilnehmerurkundenabonnent, relativ unten in der Schulhierarchie, aber ich habe es ja positiv aufgearbeitet. Ja, das ist vor allem auch sehr amüsant, denn du hast inzwischen 3 Bücher geschrieben über das Lehrerkind Stufe 3. Jetzt fasse ich das mal so zusammen, wie du das selber eingestuft hast. Du dir erstmal so ein Stück Stollen. Isst du Stollen? Natürlich. Bitte, dann gerne ein Stück Stollen. Und dass Deutschland an eurer Familie teilhaben darf, liegt ja vor allem an einem Zufall, der so nicht geplant war. So kann man das sagen, glaube ich. Ich bin auch durch Mitteldeutschland. Ich bin am 19. Februar bin ich in Leipzig im Zentralkabarett und am 20. Februar bin ich in Berlin im Urania-Kleist-Saal. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, wird es viele geben, die sagen, ha, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Also aus eigenem Erleben. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, vielleicht einfach so sich austauschen wollen, vielleicht sind Sie ja auch ein Lehrerkind, dann rufen Sie uns einfach an. Bastian hat vielleicht den einen oder anderen Tipp für Sie, wie Sie aus dem Lehrerstufenkind-Dasein 1 bis 3 auch Kapital schlagen können. 0180 215 15 und die 18 wäre die Nummer zu uns ins Studio. Gucken wir nochmal zurück auf den Moment, an dem das ja so angefangen hat. Vielleicht haben nicht alle Zuschauer das gesehen damals bei Wer wird Millionär? Das war eine Situation, du hast deinen Vater als Telefonjoker gezogen. Ich hatte meinen Vater, ich bin in die Mitte gekommen auf den Stuhl und habe mich einigermaßen ordentlich geschlagen bis 8000 Euro. Und dann kam die Frage, die Renaissance. Mein Buch schreiben und hinterher riefen die Verlage an. Ja, es war noch viel Erinnerung. Genau, viel Erinnerung. Wie ging's? Ich kann mir so vorstellen, in so einer Situation, du spielst da um viel Geld, willst weiterkommen, dein Vater watscht dir da so quasi eine um die Ohren. Ich war so ein paar Erinnerungen. Es ist ja sehr unterhaltsam, deine Bücher zu lesen. Stichwort Schultüte. Ich musste meine Schultüte noch selber basteln. Als einziger wahrscheinlich. Als eine. Und du hast sie heldenhaft getragen? Ich habe sie getragen, bis sie sich dann... Ja, ne, es klingt wirklich so. Also auch wenn man die Bücher liest, kann man sich gar nicht vorstellen, dass du das wirklich alles erlebt hast. Eltern, wenn die nicht akzeptiert hätten, dass ich diese Bücher schreibe und wenn die darüber... Nicht so schlecht zu wissen, dass man den Studenten Bastian nicht mehr monetär unterstützen muss. Das ist ja auch was, was man als Eltern vielleicht genießen kann. Denn du füllst ja, und das gucken wir uns jetzt an, inzwischen Säle. Es klingt auch so, als wäre es nicht wahr. Es ist wahr gewesen. Es ist wirklich passiert. Und das Schöne war, dass in der Schule, in der wir das getan und sehe die Einblendung unter meinem Namen Bastian. Ganz gerne doch noch mal hinterfragen, weil als ich die gelesen habe, habe ich auch gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Lehrer haben immer einen Rotstift in der Tasche? Mein Vater auf jeden Fall. Erzähl mein Vater korrigiert. Die Briefchen, die du als Kind geschrieben hast, die hast du ja auch so zurück. Ich habe, als ich... Und da lachst du heute. Ich warte nur darauf, dass ich endlich selber Kinder habe, um sowas machen zu können. Machst du das dann? Ja. Nee. Ich habe beim Besten gelernt, das muss ich umsetzen. Nein, Quatsch, nein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, meine Frau würde mich abhalten. Deine Frau würde dich abhalten. Sie organisiert nicht nur alles drumherum, sondern sie hält dich Gott sei Dank auch davon ab. Ja. Gut, wir freuen uns, dass wir Andreas Roland bei uns im Studio begrüßen. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, Anja. Guten Tag, Bastian. Hallo. Ich habe da mal eine Frage an dich, Bastian. Ja. Kannst du denn über deine Witze auch selber lachen? Über meinen Vater? Schön. Ja. Soll ja auch so sein, ne? In diesem Falle können wir auch sagen, Sie haben mit Sicherheit auch bald Spaß an seinem Job, denn Sie bekommen ein Buch. Viel Spaß beim Lesen, können wir dann noch sagen. Dankeschön. Kann er das noch signieren? Ja, klar. Rechtschreibtauglich würde er das tun. Mein Vater korrigiert das für mich. Ihr Vater, genau, sein Vater korrigiert das. Danke, tschüss. Gut, schönen Tag, tschüss. Danke. Unser Reporter Jan Westcott hat sich mal in die Spur begeben und am Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt einiges über die Spezies Lehrer in Erfahrung gebracht. Ja,
Da habe ich aber einen Sportlehrer schwer traumatisiert. Ja, oder? Anscheinend. Ja, da gab es Gegenwind. Seide anhat und sagt, das macht doch eigentlich doch Sinn. Das sollte man machen. Jetzt sozusagen allen anderen Sportlehrern, die das ähnlich sehen, aus der Seele gesprochen. Ja. Schönen guten Tag, Frau Weber. Ja, guten Tag ins Studio. Ja, Ihre Frage. Ich bin also selber Lehrer und habe seinen Bestseller natürlich von meinem Willen geschenkt bekommen. Wir danken. Tschüss. Tschüss. Und wir haben auch noch, wenn wir gerade dabei sind, eine Facebook-Frage, die wir natürlich auch vorlesen wollen. Und meine Eltern, das dritte Buch drehte sich um Telefonate mit meiner Mutter. Mutter ruft an, heißt das. Und das habe ich vorher meinen Eltern gegeben. Und da waren ihnen dann doch einige Sachen unangenehm oder entstand der Eindruck. Und das habe ich auch berücksichtigt. Aber ich glaube, dass ich mal so richtig eine Katastrophe erfunden. Aufgrund deines großen Erfolgs hast du ja es vom Gast geschafft bei Harald Schmidt und warst dann eine ganze Weile Sidekick. Einen oder anderen Tipp gehabt, was du noch hättest besser machen sollen. Beim Fernsehen bleiben, also das eine oder andere übernehmen. Nun hat gestern Günther Jauch quasi seinen Talk abgegeben. Das wäre aber nichts für dich gewesen. Ach, das ist irgendwann mal, wenn du dann dein Diplom in Psychologie hast, irgend so eine abendfüllende Psychologie-Show machen. Kann ja sein. Vielleicht. Du hast eine Mütze auf. Früher hat man bei uns in meiner Schule gesagt, Mütze ab im Schulhaus. Aber dadurch gibst du natürlich eine Steilvorlage zu dem, was wir jetzt vorhaben. Denn wir gehen hier rüber zu unserer wunderbaren Strickwand. Es gibt bei uns ja diese Strickaktion. Wir werden seit vielen Jahren von unseren großartigen Zuschauern in Leipzig verteilt worden. Da gucken wir uns dann gleich auch mal noch ganz berührende Bilder an. Da sind wir nämlich auch dabei gewesen. Aber nun geht. Er ist genauso wurstig wie ein Dackel. Und man sieht, finde ich, dass da richtig viel Liebe reingeflossen ist. Genau. Viele Farben. Und jetzt darfst du auch sagen, wer den gefertigt hat. Der ist von Karin Mester aus 01382 Dresden. Sehr schön. Und Frau Mester, Sie haben das Glück, jenen Nussknacker geschenkt zu bekommen. Bedanken Sie sich bei Bastian. Er hat Ihren Hund ausgesucht. Dankeschön. Ja, nächstes Projekt vielleicht noch? Gibt es irgendwas? Vielen, vielen Dank, Bastian Wielendorfer. Schön, dass du da warst. Viel Erfolg für deine Tour. Dankeschön. Und ja, viel Glück den Kindern, wenn sie denn auf der Welt sind, dass es ihnen anders geht. Obwohl, du liebst deine Eltern und das ist entscheidend. Genau. Morgen haben wir auch einen Autoren zu Gast, der über seine Erfahrungen ein Buch geschrieben hat. Aber diese Erfahrungen sorgen für Gänsehaut. Sebastian Kasper aus Weißenfels war Crystal Meth abhängig. Ja, und er ist nun clean und lässt uns als Leser in die Drogenhölle schauen. Sein Buch ist in Sachsen-Anhalt Schullektüre. Soweit der Blick auf morgen. Und dann, am Freitag, wird es bei uns eine Entscheidung geben. Nicht irgendeine, sondern das zweite Halbfinale von Klick den Star. Ja, das wird spannend werden. Da sind wir uns in jedem Fall sicher. Herzlich willkommen, Michaela. Du hast ja einige Bands bei uns im Studio auch erlebt. Das ist irre, ne? Mit wie viel Herzblut Wahnsinn. Die immer dabei waren. Wahnsinn. Zum Teil hat man echt Gänsehaut gekriegt. Und die können zum Teil echt gut singen. Also Wahnsinn. Also, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Genau, so ist es. Und jetzt sind wir aber erstmal auf das gespannt, was du uns erzählst. Jetzt geht es natürlich um deine Profession. Und wir sind ja gespannt, ob es weiter so stürmisch geht. Ja, das Sturmtief Nils ist in der vergangenen Nacht über uns hinweggezogen und das hatte es ganz schön in sich. Auf dem Brocken gab es 159 Kilometer pro Stunde in Spitzen, auch auf dem Fichtelberg zum Teil noch Orkanböen und auch in tieferen Lagen musste man immer wieder mit schweren Sturmböen rechnen. Das ist im Herbst typisch, dass es Sturmtiefs gibt, aber dieses war wirklich außergewöhnlich stark. Jetzt in der nächsten Nacht bringt es auch noch mal eine ganze Menge Wind, aber vor allem auch viel, viel Regen, denn eine sogenannte Luftmassengrenze hat sich ausgebildet und die sieht man jetzt auch schon hinter mir. Die kann zum Teil eine Menge Regen bringen und der ist jetzt auch schon in Mitteldeutschland angekommen, vor allem dort, wo es grün und auch gelb eingefärbt ist. Dort regnet es derzeit wirklich wie aus Gießkannen und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Diese Luftmassengrenze, die bewegt sich immer ein bisschen Richtung Norden, dann wieder ein bisschen Richtung Südosten. Also es wandert immer ein bisschen so über Deutschland, aber mit Regen werden wir es bis morgen Abend definitiv zu tun haben. So auch in der kommenden Nacht. Zum Teil wird es langanhaltend und ergiebig regnen. Autofahrer aufgepasst. Aquaplaning kann natürlich ein Thema sein. Fahren Sie dementsprechend vorsichtig. Aber auch in den Gipfellagen der Berge wird es regnen. Nur noch auf dem Brocken und Fichtelberg fallen ein paar Flocken. Denn eine wirklich milde Nacht steht uns bevor. Tiefstemperaturen meist so 7 bis 5 Grad. Auch in den mittleren und höheren Lagen um die 3 Grad. Plus dort noch Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen. Und auch im Flachland wird man den Wind noch spüren.
Morgen wird dann allmählich der Regen erst einmal nach Süden herausziehen. Dann kann es von der Altschmark bis zur Oberlausitz zeitweise aufheitern, auch mal längere Zeit trocken sein. Allerdings zum Abend kommt die Luftmassengrenze wieder zurück, schiebt sich von Südwesten wieder zu uns herein. Und zum Abend hin wird es dann verbreitet. In Mitteldeutschland wieder nass, aber morgen noch ein bisschen milder als heute. Höchsttemperaturen bis zu 10 Grad. Und es geht dann weiter mild weiter in unserem Advent. 11 Grad am Mittwoch, auch am Donnerstag um die 12 Grad. Das die schönsten Tage der Woche mit ein bisschen Sonnenschein. Wahrscheinlich am Donnerstag noch ein bisschen mehr. Am Freitag kommt schon wieder ein neues Tief, bringt Regen. Aber definitiv erst einmal kein Winterwetter im Flachland.